Ich sehe es kommen. Speichern. Aber diesmal rennt er uns nicht davon. Er ist offenbar nicht hier. Er ist einfach noch tiefer reingerannt. Boah, Drecks, Rotz, Spinne, ich. Stirb endlich, Spinne. Ah. Ich mag es nicht, mich selbst zu zersetzen. Und von innen verdaut zu werden. Das ist widerlich. Und vermutlich höchst unangenehm. Ja, natürlich. Noch mehr? Wirklich? Und Shell, bitte geh wieder in den Nahkampf. Du haust ansonsten alle um mit deinen Felsen. So, der Kampfrosch wird jetzt hier erstmal ordentlich. Und jetzt ist einmal zwei auf dem Streich. Ja, genau, alles da. Für die grauen Wächter. Da, du gehst runter von mir, du Dreckskack. Da. Deswegen hasse ich Spinnen. Speichern. Okay, wo geht's dahin? Schlachtfeld. Ach so, sind da dahin gekommen. Der Tunnel führt zum Schlachtfeld. Ich dachte, der führt bis in die tiefen Wege runter oder wo auch immer die Dunkelblut herkommen. Speichern wir mal. Und wir steigen gleich auf, glaube ich. Hier läuft ein Rabe. Da ist der Oger. Moment, das ist der Oger. Das ist Duncans Schwerter. Der schon wieder. Was? Wieder erweckter Oger? Niemals. Gendok Nekromant. Ihr alle geht jetzt auf den Nekromanten. Um den Oger kümmere ich mich. Und Kampf raus. In Erinnerung an Duncan. Alistair, kümmere dich um den schlurfenden Toten. Kurz mal einen Wundumschlag nehmen. Und mit einem Zwei-Waffen-Streich noch weiter auf den Ogre drauf peilen. Win, kannst du mal kurz diesen schlurfenden Skelett da von mir wegbringen? Danke. Alistair weiß schon, was zu tun ist.
aber kann er zum Nekromanten gehen. So, Oga, du bist jetzt gleich tot. Ich hoffe, das weißt du. So, Oga, das wollte ich sehen. Stier, Oga. Zum Henker hat er ihn wiederbelebt. Drecksnekromanten. Merkt ihr? An diesem Oga siehst du, Untote können gar nichts. Kalens Helm. Da ist es, das letzte Teil. Es war ein langer Tag. Und wenn ich mir die Falten um eure Augen so ansehe, muss ich sagen, ihr seht schon ebenso alt aus wie ich. Dafür seht ihr von Tag zu Tag jünger aus, wenn ich das sagen darf. Seid vorsichtig, mit wem ihr kokettiert, junger Mann. Wenn ihr morgen früh neben mir aufwacht, werdet ihr euch vermutlich an eure Großmutter erinnert fühlen. Neben euch? Ihr habt mich schon verstanden. Es wäre nicht das erste Mal, dass ich neben einem jüngeren Mann in meinem Bett auf... Alter! Werden alle Frauen so böse und gehässig, wenn sie alt werden? Nein. Nur ich, mein Lieber. Nur ich. Alter! Alter. Alter. Dankens Dolch und Dankens Schwert. Ich glaube, wir überlassen Alistair Merricks Klinge und nehmen uns Duncans Waffen. Oder wir überlassen Alistair Duncans Waffen und da das übernehmen... Nee. Nein! Falsches... Duncans Dolch. Geschicklichkeit 10% kritischer Schaden durch hinterhältige Angriffe 10 plus 10 Schaden gegen Drachen plus 4 Schaden gegen dunkle Brut plus 3. Und wie sieht das Schwert aus? Wieder Schwurbewahrer. Und dann kriegt Alistair Merricks Klinge, die mir eigentlich auch zusteht, würde ich mal sagen. Und wir tragen dann fort an Duncans Waffen. Duncans Schwert. Und Duncans Dolch. Naja. Wo ist Duncan eigentlich? Müsste der nicht auch noch irgendwo hier liegen? Quest jetzt absolviert oder was? Aktuelle Quest. Der Kommandant der dunklen Brut stellt keine Gefahr mehr dar. Die dunkle Brut wird zwar früher oder später an diesen Ort zurückkehren, aber zumindest fürs Erste hast du ein wenig Ruhe. Nun sollst du dich um den Leichnam des Königs kümmern. Ja, stimmt. Um sicherzustellen, dass du diese Gegend nach allen wichtigen durchsuchst und sich bevor die Dunkelheit hereinbricht. Aber wo liegt Duncan?
Nee, vermute ich nicht. Das ist vermutlich der Nekromant. Und hier rennt ein Rabe rum. Ein Stefan-Rabe. Alistair, ist alles in Ordnung? Oh, sie wollten ihn hier einfach so verrotten lassen. Wir müssen etwas unternehmen. Holt ihn da runter und überlasst ihn den Wölfen. Genau, er ist tot, soll die dunkle Brut euch einen Spaß mit ihm... Er ist von königlichem Blut und verdient eine Feuerbestattung. Er war ein guter Mann, der sich zu viel erhofft hat und zu jung gestorben ist. Er verdient jedes bisschen Respekt, das wir ihm bezeugen können. Ruckel. Tja. Neue Quest, Rückkehr nach Oster. Quest absolviert. Damit hätten wir diese Quest absolviert. Und ich würde mal sagen, dann können wir direkt zurück zum Lager der Gruppe gehen und uns vielleicht um Levi Dryden kümmern. Direkt nachdem ich geguckt habe, wie spät es ist. Wo habe ich jetzt den... Wo habe ich jetzt den... Alter. Wo? Okay, ich werde vermutlich den Ladebildschirm dazu nutzen, Schluck Wasser zu trinken und... So. Jetzt wohl. Ich denke auch, dass wir Duncans Waffen dann noch was zaubern werden. Gruppe sammeln und weiterziehen. Ich würde mal sagen, zum Lager der Gruppe. Und ich schon zu spät. Ist das verkackte Dreckshandy? Muss ich wohl in irgendeine Ecke geschmissen haben? Uah. Ich bin übrigens ein sehr ordentlicher Mensch. Das wissen nur wenige. Verdammt, das ist ja wirklich... Wann habe ich das letzte Mal hier aufgeräumt? Muss schon da 10 Jahre her sein. Nun. Das ist, vom Umstand her etwas ungünstig. Sag mal, willst du mich verarschen? Liegt sie irgendwo auf dem Boden? Ich habe euch angelogen, was meinen Grund betrifft, Orlais zu verlassen. Das auch noch? Jetzt hängt meine Maus hier irgendwo fest. So. Warum? Ich wollte zu dem Zeitpunkt nicht darüber reden. Was mir widerfahren ist, könnte auch uns betreffen. Es muss nicht geschehen, aber ihr solltet Bescheid wissen. Ich kam nach Ferelden und zur Kirche, weil ich in Orlais gejagt wurde. Ja. Und was ist mit meinem... Ach, da ist es, da ist es. Ich hab's gefunden. Hinter der Lampe. Gejagt, was wegen? Mir wurde etwas angehängt. Mich hat jemand verraten, den ich zu kennen glaubte und dem ich vertraute. Marjolaine, meine Gönnerin und Freundin. Sie hat mich in der Kunst der Barden ausgebildet.
Wie man mit Wort und Gesang bezaubert, wie man eine Adlige spielt oder auch ein Dienstmädchen. Was ich lernte, setzte ich ein, um ihr zu dienen, meiner Bardenmeisterin. Denn ich liebte sie und meine Arbeit bereitete mir Freude. Marjolaine war also auch eine Bardin? Sie behauptete, im Ruhestand zu sein. Sie heiratete einen Adligen und erbte sein Vermögen, als er starb. Für viele war sie nur eine reiche Witwe. Ich dachte, ich würde sie kennen. Meine Verehrung für sie machte mich blind für ihre weniger edlen Eigenschaften. Man könnte sagen, es war meine Schuld. Ich sollte einen Mann töten und Marjolaine alles bringen, was er bei sich trug. Ich wusste nicht, wer der Mann war. Sie gab mir einen Namen und eine Beschreibung und ich spürte ihn auf. Er hatte Dokumente bei sich. Versiegelte Dokumente. Ihr habt sie geöffnet, nicht wahr? Meine Neugier war zu groß. Irgendetwas sagte mir, dass ich wissen müsste, was auf diesen Papieren geschrieben stand. Marjolaine hatte alle möglichen Informationen über Orléans an andere Länder verkauft, darunter an Nevarra und Antiva. Es war Hochverrat. Ja. Übrigens ist es jetzt 7:15. Dann habe ich angefangen aufzunehmen, vor 14 Uhr, keine Ahnung, schon wieder knapp 5 Stunden. Ist das schlimm? Für mich war es das. Als Bardin wusste ich, dass man seine Loyalität flexibel halten muss. Mich beschäftigte nicht, dass sie eine Verräterin war, sondern dass ihr Leben in Gefahr war, sollte man sie durchschauen. Orléans hat schon gegen viele Länder Krieg geführt und nimmt derlei Taten sehr ernst, wie ich später erfuhr. Die meisten Länder schätzen Verrat nur sehr begrenzt. Ich hätte es einfach auf sich beruhen lassen sollen, aber stattdessen sagte ich Marjolaine, dass ich um ihr Leben fürchtete. Sie wischte meine Besorgnis beiseite und gab zwar ihre Schuld zu, behauptete aber, das sei alles Vergangenheit und deshalb müssten die Dokumente auch zerstört werden. Ich glaubte ihr bis zu dem Moment, als sie mir die Dokumente zeigten und ich sah, dass sie in ihrer Handschrift geändert waren und nun mich als Verräterin hinstellten. Was ist dann geschehen? Die Wachen von Orléans. Sie nahmen mich gefangen, taten mir Schreckliches an. Ich sollte gestehen und meine Mitverschwörer preisgeben. Ich ertrug die Strafe, die Verrätern zukommt, und am Ende wartete lediglich die Ewigkeit in einem namenlosen Grab auf mich. Uha. Wie seid ihr davon gekommen? Was ich von Marjolaine gelernt hatte, erwies sich doch noch als nützlich. Ich floh, als sich die Gelegenheit dazu bot. Ich habe Marjolaine danach nicht aufgesucht. Hätte sie befürchten müssen, dass ich komme, hätte sie mich erneut gefangen nehmen lassen. Also kam nach Ferelden, nach Lothering. Ich wollte ihr gegenübertreten. Ich war zornig wegen ihres Verrats, aber was hätte ich gegen sie unternehmen können? Also floh ich nach Ferelden, zur Kirche und zum Erbauer. Ferelden schützte meine Person und der Erbauer rettete meine Seele. Und das ist der Grund für mein Hiersein. Der wahre Grund. Keine Lügen mehr. Zumindest nicht bei dieser Frage. Ach so. Danke, dass ihr mir das anvertraut habt. Ich bin froh, dass ich diese Last los bin. Danke fürs Zuhören und für euer Verständnis. Natürlich. Liliana stimmt zu +3.